Achtung, Achtung und Caramba Carajo. Heute geht es weiter mit Advanced Wars Dual Strike. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ne, ganz klar, heute gehen wir zurück nach Omegaland. Omegaland, Astraland und Corsaland. Nee, oder Fiestaland, keine Ahnung. Wir kommen in die entscheidende Phase des Spiels heute. Ne? Wir sind ja mittlerweile schon in der vorletzten Mission, glaube ich, angelangt. Oder vorvorletzten. Ne? Nee, 28 Missionen sind angesetzt. Heute kommen wir in Mission 26, also die drittletzte Mission, beginnen wir heute. Da werden wir mal sehen, ob wir da auch so gut vorankommen. Wie gesagt, zusammen schaffen wir das bestimmt. Also, dann lasst uns weitermachen. Fix, 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 sonst verdienen wir nichts. Mission 26. Umzingelt. Also, alles klar. Dann lasst mal gucken. Omegaland verwandelt sich noch schneller in eine Wüste als zuvor. Die Städte an der Küste wurden bereits vom Wüstensand verschlungen. Was sollen wir nur tun? Ja. Dieser rasche Wiederaufbau der Armee von Black Hole, diese geklonten K.O., die Unmengen von Energie benötigen. Ja, die Wüste, die sich wieder ausbreitet. Ich mag es nicht aussprechen, aber es gibt eine plausible Erklärung. Du meinst doch nicht den Monolithen? Ich fürchte, das ist die Antwort. Aber wir haben den Monolithen schon vorher zerstört. Woher wollen wir wissen, dass es nicht nur einen einzigen gab? Es gibt es gut möglich, dass sie irgendwo noch einen weiteren verborgen haben. So, dann machen wir den eben auch Platz. Ja, also hier geht's wieder los. Wir wissen nicht, wo er ist. Also die Kommandanten rätseln nun darum, wie das sein kann. Ne? Omegaland ist riesengroß, wahrscheinlich irgendwo in der Wüste. Der Monolith wird zerstört. Den wir zerstört haben, war nicht der einzige. Gut. Viel Geblabber und Geblubber. Bliblablub, einen Suchtrupp auf den Weg schicken. So. Oh je. Wir haben neue Informationen. Eine neuartige Waffe wird in der Zentralebene aufgestellt. Da brechen wir jetzt sofort hin auf, ne, um die Pläne zu durchkreuzen. Das sind Raketensilos, ja, riesige. Und zwei davon. So, die wurden schon mal gesehen. Es sind Raketen des Typ Schwarzes Armageddon. Die vernichten ganze Kontinente. Man muss die Energie zuvor unterbrechen. Ja, ne? Und hier kommt Candice. Die schwarze Welle, ja, okay. Die gibt uns noch einen Tipp, ne? Die werden in 24 Stunden gezündet, wenn wir die vier Sendetürme nicht, besetzen, die um die Raketen rumstehen. So, Verzweiflung in euren Augen. Ja, sie sind sich wieder siegessicher. Geklonter K.O., bist du bereit? Oh wei, ja, klar, jederzeit. Der kann sogar sprechen. Andy, nein, um Gottes Willen. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist der legendäre K.O. aus Kosmoland. In 24 Tagen werden die Raketen gezündet. Gut. Ja, also wir sehen hier, da sind die Sendetürme, hier sind die Raketen. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Gut, okay. Und machen wir erstmal K.O.-Auswahl, ganz klar. Hier auf dieser Karte muss der Jake wieder ran, in Kombination mit seinem Kumpel Maverick. Die sind hier die Besten für diese Situation. Der kriegt mal schnelle Fortbewegung und verstärkten Angriff. So, und der Maverick, der hat Glücksattacke, das reicht. Auf der anderen Seite brauchen wir jetzt hier Sascha und Colin, ganz klar, wegen dem Gabenraub. Ihr wisst Bescheid. So, die kriegen auch mal ein bisschen, werden auch mal ein bisschen geboostert, ne? Und zack, ja. Die Mission ist eigentlich relativ einfach. Und zwar müssen wir erstmal gucken, dass wir in unserem eigenen Viertel hier, also die Karte ist ja so geviertelt, in unserem eigenen Teil der Karte erstmal die Einheiten von Black Hole und die entsprechenden Einheiten ausmerzen. Ne? Aha, hier die beiden melden sich auch zu Wort, das ist also kein Problem. Und dann gucken wir, dass wir die Mitte halten und dann über die Mitte vorstoßen. So.
Ja, da sind zwei Helis, hier sind auch ein paar Einheiten, da sieht alles nicht so schlimm aus, nur wir dürfen dem Gegner keine Zeit geben, da das irgendwas produziert, deswegen müssen wir ganz schnell hier in den eigenen Vierteln der Map unsere Einheiten, so hier bomben wir uns schon mal durch, unseren Kasten sauber halten, Black Hole vertreiben. Wenn wir das geschafft haben, dann ist das im Prinzip der Rest dann kein Problem mehr. So, müssen nur aufpassen, da unten ist ein Raketenwerfer. Da dürfen wir nicht reinfahren, bleiben wir mal außerhalb der Reichweite. Zack, der stellt sich hier hin. So, wir schwärmen erstmal aus hier. Na, hier in der Mitte besteht noch keine direkte und akute Gefahr. Da können wir erstmal jetzt hier ein paar Infanterietruppen zum Einnehmen basteln. Den stellen wir dahinter zur Sicherung, ganz klar. So, jetzt übernimmt Colin, ne? Der will die Schlacht übernehmen. So, Olaf hat sie beim letzten Mal gestoppt und jetzt will Colin in die Fußstapfen von Olaf treten, ne? Und seine Schwester ist auch noch da, wunderbar. Wir kämpfen zu zweit, wunderbar. Zu zweit ist alles leichter, da lässt sich die Verantwortung besser tragen. So, hier stellen wir unsere Flaks Richtung Helis, das ist gut. Der wird uns sicherlich damit angreifen und wird wahrscheinlich unsere Aris als Ziel priorisieren. Den fahren wir hier hin. So, wie sieht's aus? Der bleibt hier. Ne, Moment, ich muss mal kurz gucken, wie weit kann der hier fahren, der Panzer. Kriegt ihn nicht, wenn man einen runterzieht. Das ist gut. So. Er hier hin und er dahin. Ja, also diese Mission tatsächlich eine der einfacheren Missionen. Na, die geht auch relativ schnell und zügig von der Hand. Hier oben bauen wir noch was. Und dann wechseln wir. Die geht relativ easy von der Hand, ne, muss man sagen. Also das ist jetzt keine große Herausforderung, die lange dauern wird. Deswegen, wenn es gut klappt, dann machen wir heute zwei Missionen wieder. Ah, der Klon strengt dich an. Ja, der Andy, der wurde erschaffen, um zu kämpfen. Das weiß er, das ist ganz klar. So, hier geht's los. Black Hole greift uns an. Weil die darauffolgende Mission, da erinnere ich mich nämlich auch noch gut dran, die ist nämlich im Prinzip noch einfacher als diese Mission, wenn man weiß, wie es geht, ne? Ja. Mal gucken, wie wir durchkommen. Vielleicht machen wir heute zwei Missionen. Wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, haben wir Pech gehabt. So, K.O.-Wechsel. Wie gesagt, hier geht auch keine große Gefahr von einem Dual-Strike aus, weil wir haben ja... So, hier können wir direkt angreifen, komm. Wir haben ja den Kommandanten mit dem sogenannten Gabenraub dabei. So, hier bauen wir noch eine Ari. Hier nehmen wir weiter ein. So, okay. Bam, hier können wir uns durchballern, ganz klar. Zack, hier oben hat er schon einen Panzer gebaut. Den können wir uns aber schnappen. So, das ist nämlich wichtig, erstmal hier oben die Fabrik, sonst spawnen nämlich da immer Einheiten in unserem Rücken, die uns das Leben dann doch noch schwer machen könnten. Deswegen werden wir uns hier oben die Fabrik natürlich ganz klar nehmen. So. Ja, hier können wir auch weiter jetzt einnehmen, wir brauchen Geld. Und hier geht's ab dem Raketenwerfer an den Leib. Schaffen wir das auf einen Schlag? Nein, leider nicht. Der steht auch noch auf einer Stadt und wird dann immer regeneriert. Können wir ihn hiermit angreifen? Wir könnten ihn hiermit angreifen, wir könnten aber auch die Ari. Ach komm, wir nehmen den hier. Dann ist der weg, dann wird der nicht mehr repariert. Der ist dann ausgeschaltet, das ist gut. So. Der macht sich auf den Weg zur Einnahme. Hier ist auch noch eine Fabrik, die müssen wir uns auch schnappen. So. Als allererstes. Ganz klar, hier muss der Panzer ausgeschaltet werden. Der steht auf der Straße, hat keine Deckung. Dürfte kein Problem sein. Da wir ja auch die KOs schon geboostet haben. So, hier, er hier. Mit etwas Glück. Nein, einer muss immer überbleiben. So, okay. Schafft der es vielleicht? Zwar 0%, aber vielleicht haben wir... Ja, komm. Glücksattacke? Nee. Ja gut, jetzt müssen wir hier tatsächlich noch den Panzer hinschicken. So. Okay, wir haben jetzt zumindest schon mal die ganzen Einheiten, die in unserem Kasten waren, so gut wie ausgemerzt. Zack,
Gut, den Lehrer. Ach, Mist, verklickt. Ich wollte noch lehren, aber da habe ich daneben gedrückt. Ist egal. So. Also im leichten Modus ist das Spiel hier eigentlich machbar. Und zwar gut machbar. Aber ich habe jetzt überlegt, den schweren Modus, den werde ich auf absehbare Zeit nicht durchspielen. Das wird mir dann zu anstrengend. Mal gucken, was wir als nächstes Projekt machen. Ich weiß noch nicht. Aber noch sind wir hier noch nicht durch mit Dual Strike. Ne? Schauen wir mal. So, er bewegt sich Richtung Flughafen. Ganz klar, hier oben. Er nimmt sich den Flughafen ein, wenn es geht. Ich spare mal ein bisschen die Fonds, weil wir gleich ja... Ihr seht ja, die Gaben der Gegner sind schon fortgeschritten. Die müssen wir dann gleich... Ja, klauen, ne? So. Oh weh. Ja, das fand ich so gut. Ja, er schafft es natürlich auf Anhieb, ne? Das ist toll. So, erstmal ein Schlückchen, Prosit. Ja. So. So, kommt er ran? Ja, oder geht. Vielleicht kriegen wir ihn direkt auf einen Schlag. Na, unwahrscheinlich. Einer wird wieder überbleiben. Ja, wer hat's gesagt? Wer hat's gewusst? Nee, mit dem kommen wir nicht dran. Ah, Moment, wir sind ja gar nicht mit denen dran. Wir sind ja noch mit den Roten dran. Ah, Konzentration. Also, wenn man zwei Armeen hat, ist das immer ein bisschen kompliziert. So, er fährt wieder hoch. So, er fährt auch hoch. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit kann sein Kampfpanzer fahren. Bis dahin. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich möchte mit den schweren Einheiten immer den ersten Angriff haben. Sonst ist das nicht so gut. So, hier einnehmen. Er zieht sich zurück. Und dahinter stellen wir jetzt zwei Aris. Falls der schwere Kampfpanzer sich dazu entscheiden sollte. Oh, kommt der ran? Ne, bis dahin kommt er. Falls der schwere Kampfpanzer sich entscheiden sollte, jetzt anzugreifen, dann haben wir ihn schon mal mit zwei Aris unter Beschuss. Können wir ihn unter Beschuss nehmen? Ist ganz klar. So. Ja. Rums. Rationieren. Und hier, ja, bauen wir noch eine Infanterie. Was soll es? Wir werden gleich sowieso dann geschlossen auf die schweren Kugelpanzer gehen. So. Jetzt dürfen wir nur nicht vergessen, den Gabenraub auch einzusetzen gleich, weil sonst haben die bei der nächsten Runde nämlich ihre Spezialkräfte zusammen. Ah, Mist, komme ich auch nicht dran. Mit dem Heli, ja gut, komm, dann müssen wir... Ich wollte zwar eigentlich beide Helis schon mehr in die Mitte ziehen, um sie da einzusetzen. Jetzt ist einer hier unten nochmal gebootet, aber das ist nicht schlimm. So, hätten wir den jetzt ausgeladen bei der letzten Runde, hätte er jetzt schon am Beginn können, die... einzunehmen, die Fabrik, aber wir haben ja leider, ja, da habe ich mich leider verklickt, aber er kann schon mal beginnen mit dem Flughafen und er beginnt hier die Fabrik zu infiltrieren. So, die beiden sind so gut wie im Eimer. Die müssen dringend repariert werden, zack. So, Flachs kommen auch mit hier hoch. Jetzt wird sich alles da in der Mitte in diesem Chokepoint abspielen. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, bevor wir irgendwas bauen, machen wir jetzt erstmal die Spezialgabe, damit wir noch schöne hohe Fonds haben und dem Gegner erstmal schön die Punkte abzapfen. So, Prost. Ja, das hat geklappt. Ich glaube, die oh, Häuserkampf, natürlich, klasse. Ich glaube, die schwere Kampagne ist wahrscheinlich, wenn man mit Sascha und Colin spielt, auch ganz gut schaffbar, glaube ich, ne? Weil dieser Gabenraub, wie gesagt, übermächtig. Hä? Der kam doch nicht dran. Ach ja, Häuserkampf. Kann der weiterfahren, ne? Ist die Reichweite der Einheiten erhöht. Oh, jetzt greift er uns hier aber ganz schön an mit seinen schweren Einheiten. Das ist ja ein Ding, du. Okay, aber ist noch nichts... Noch nichts verloren, keine Sorge. So, er fährt jetzt auch Richtung Mitte hoch. Wir spielen ja ganz locker nur. So. Ja, das dauert jetzt natürlich eine Runde länger. Unsere Infanteristen sind jetzt alle etwas angeschlagen.
Ja, dieser Häuserkampf-Dingens ist natürlich auch eine fiese Geschichte, ne? So, brauchen wir noch eine Infanterie. Und unser Kampfpanzer kommt aber jetzt definitiv an ihn hier ran. Einen Moment. Erstmal feuern wir mit der Ari drauf, genau. Erstmal den ein bisschen ansoften und dann können wir den jetzt hier mit dem Kampfpanzer ausschalten. Dann hat er nämlich schon einen schweren Kampfpanzer verloren. Das nimmt ihm wertvolle Offensivkräfte. Wir setzen. Keine Sorge, die Fabrik lasse ich erstmal frei, da ziehe ich gleich den Heli drauf. Könnten zwar schon einen schweren Kampfpanzer bauen. So, den fahren wir hier hin. So. Der fährt hier hin. Okay. Den nehmen wir mit hier oben rein. In das obere Viertel der Karte. Der kommt auch mit. Ja gut, das war es erstmal für Jake und Maverick, für die beiden knallharten Panzerkämpfer. So. Und ja, hier oben bauen wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Titanenpanzer, ist ganz klar. Der Helikopter besetzt gleich die Fabrik, aber zuerst werden wir hier den schweren Kampfpanzer etwas anschießen. Vielleicht kann der Helikopter ihm dann den Rest geben. Ja, ist unwahrscheinlich, aber ja, nur 23%. Ich will da jetzt nichts opfern. Den fahren wir hier hin. Ich will jetzt nicht unnötig Opfer bringen, sozusagen. Lieber truppenschonend spielen. Das ist ganz klar. So, hier der Heli hat auch einen Apibraten gekriegt. Der stand auch auf einer Stadt. Das ist nicht so schön. Den füllen wir gleich am Flughafen wieder auf, wenn wir den eingenommen haben, den Flughafen. So, okay. Also wie ihr seht, der Gegner hat gar keine großen Möglichkeiten, hier Kampfkraft aufzubauen. Der hat relativ wenig Einheiten und noch weniger schwere Einheiten. Aus diesem Grund ist diese Karte eigentlich relativ easy zu managen. Relativ einfach zu hinzukriegen. So, hier ziehen unsere Truppen auch schon mal ran. So, wir machen da oben ist jetzt noch eine Fabrik, die wir gleich einnehmen müssen. Aber wir dürfen den Sendeturm da hinten nicht vergessen. Ah ja, wir ziehen erstmal hier hoch. Den Sendeturm und nochmal eine Infanterie gebaut. Also, es läuft, Freunde. Läuft gut. So, hier weiter einnehmen. Wir kriegen gleich auch schon jetzt hier den ersten Sendeturm. Das verstärkt dann unsere Einheiten auch nochmal. So, der fährt hier in die Stadt zur Reparatur. Das ist klar. Moment. Ja, wir haben ja noch Aris. Die können wir auch noch einsetzen. Aber die fahren wir mal hier hoch. Dann können wir die gleich zur Einnahme der Stadt verwenden. Da unten der Sechser, der macht ja nichts. Der greift den Heli ja auch nicht an. Das ist im Moment so ein Stalemate. Dann ist das okay. Der Helikopter blockt da gut ab. Der schwere Kampfpanzer traut sich nicht, ihn anzugreifen. Und Ende. So. Ja, klar, ne? Jetzt lassen wir unsere Ari mal ran für 1,50 €. So, der schwere Kampfpanzer ist auch Geschichte. Schade, kommen wir noch nicht ran. Der hier fährt auf die Stadt. Den ziehen wir mal hier hinterher. Die können gleich auch mit eingreifen. Wir gehen gleich auch relativ zeitig in die Offensive über. So. Zack, gut. Ja, der Heli muss noch ein bisschen warten. Fahren wir mal hier hoch. So. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Okay. Ja, was hat er noch? Eine Ari? Ein paar Infanteristen, aber keine schweren Waffen mehr. Oh, was will er jetzt hier machen? Du Schlingel, pass bloß auf. Das Einzige, was mir Sorgen macht, sind die beiden Raketen bei ihm in seinem Viertel. Aber ja, ihr seht schon, also im Prinzip sind wir hier schon total überlegen. Hier kann eigentlich schon gar nichts mehr passieren. Ja, einen Kampfpanzer gebaut, den bolzen wir ihm auf jeden Fall jetzt raus direkt. Also das hier ist wirklich eine Mission, die relativ einfach zu machen ist, muss ich sagen. Ja, also das ist
Erstaunlich, ne? Vielleicht, keine Ahnung, haben sie sich gedacht, komm, nach der letzten schweren Mission machen wir die letzten Missionen etwas einfacher, weil ich weiß, die Level, die hier drauf folgt, die wird auch nicht besonders schwierig sein. Also, ja, stellt euch mal drauf ein, wir machen heute zwei Karten. Ich lege hier nach der Mission mal eine kleine Pause ein, mache mir mal einen Fenchel-Tee und dann komme ich danach wieder. Aber dann machen wir heute eine Doppelfolge. Ich habe heute auch noch nichts vor. Schon nichts vor. Was wollen wir machen? So, da oben die Fabrik ist auch schon blockiert. Da kann er nichts mehr bauen. Unsere Truppen besetzen weiter. Den haben wir letzte Runde vergessen, meine ich. Zack. Dling. Und hier ist ein Sendeturm schon unsers. So, okay. Dann lass mal gucken. Wie sieht's hier bei den Blauen aus? Der geht in Richtung Factory. Der Heli, der kann sich mal hier auf dem Flughafen reparieren lassen. Ach, den ziehe ich doch wieder zurück. Ich will den gleich haben, um einmal quer rüber zu dem anderen Sendeturm zu kommen. Na, bums. Oh ja, hier oben, das müssen wir jetzt erledigen. Den müssen wir rausschießen. So. Und ja, ich brauche mal eine Infanterie. Den Flughafen können wir gleich auch einnehmen. So. Ja, dann gibt es eigentlich erstmal nicht mehr viel zu machen hier, ne? Ja, das sind die falschen Einheiten, ganz klar. Der kommt auch bis dahin ran. Gut. Boah. So, wie weit kann er hier fahren? Können wir mal ein bisschen, vor allem die Flak ist ja gefährlich. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Mit unseren Helis, weil die kann, das ist so, die Flak kann ja one-hitten, ne? So. Okay. Ja. Also die letzten Missionen habe ich tatsächlich nicht mehr so schwer in Erinnerung. Tatsächlich die schwerste Mission aus meiner Meinung nach war da tatsächlich im Land der zwei Vulkane. Die hat mich damals am meisten Nerven gekostet. Will den Mond ja nicht zu voll nehmen, aber ich glaube, wir haben das Spiel so ziemlich schon geschafft. So, wie sieht's hier aus? Ja, die halten hier munter die Position, unsere Jungs. Und blockieren die Fabrik des Feindes. Er hat jetzt tatsächlich nur noch eine Produktionsmöglichkeit. Und das ist... Nur noch eine Fabrik hat er zur Verfügung stehen. Das ist, wir haben... Ja, das ist so in den ersten... Ja, komm, wir bauen noch einen. In den ersten Runden entscheidet sich das Spiel dann halt, ne? Wenn man das dann gut macht, dann ist die Karte schon erledigt. So, er hier rückt vor. Warte, ich stelle den mal hier hin. Dann kann er sich direkt einladen. Ja. Wir bauen jetzt leider immer drei Runden, um Städte und sonstige Installationen einzunehmen. Aber das ist ja nicht dramatisch, ne? Am Ende ist das auch egal. So, hier besetzen. Und hier Feuer freigeben. Ja, die sind natürlich hier wirklich die tollen. Die sehen ulkig aus, die Dinger, aber sind die besten Panzer, ne? Bauen wir noch eine Infanterie. Ich bewahre mir mal etwas Gabe auf. Etwas Fonds auf für die Gabe. Oh ja, da will er zu den... Er will zu den Raketen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt verhindert kriegen. Ja, erstmal hier einnehmen, ganz klar. Hier, die Jungs sind fertig. Die gehen mal nach unten. Da baue ich nochmal ein TTP. Da können wir dann gleich eine Infanterie noch schön irgendwo hin verschieben, wo wir sie brauchen. Und hier kommt... ja... Kommen wir nicht ran. Zack. So. Und... Ja. Aber wir müssen trotzdem wieder eintauchen, ne? So ein Mist. Ich dachte, ich käme irgendwie auf die Fabrik drauf. Hat nicht geklappt. So. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal vorrücken. Weil gleich wird er mit der Rakete nach uns schießen. Und das kann unangenehm werden. Was bauen wir? Ganz klar. Wir bauen nochmal so ein dickes Ding.
Ja, wir haben auch schon so viel Kampfkraft jetzt aufgebaut. Wir haben ja allein drei Titanpanzer-Einheiten. Ich wüsste nicht, was er uns jetzt noch entgegensetzen wollte. Ne? So, einnehmen. Schwupps. Und los geht's. Leeren. Alles klar. Also sieht sehr gut aus, muss man sagen. So, hier rücken wir auch weiter vor. Im Schutze der Pipeline. Kommt er nicht dran an uns? Mal gucken. Nee. Wir sind deutlich außerhalb seiner Reichweite. Ja, er wird wahrscheinlich jetzt nochmal seine Gabe einsetzen. Gehe ich mal von aus. Nee, er schießt mit Raketen an uns. Ja, da hat er eine saftige Stelle gefunden. Oh, gut. Tag 9. 24 Tage haben wir Zeit. So, auf jeden Fall werden wir... Die zweite Rakete möchte ich nicht, dass er die abschießt. Die werden wir jetzt erstmal blockieren. Wir öffnen das Feuer hier. Boah, schafft es auf einen Schlag. Wahnsinn. So, wie sieht's aus? Der zieht auch nach. Hier oben wird jetzt mal rationiert. Ja, der muss gleich einnehmen. So, und hier kommt dann der schwere Kampfpanzer. Der kommt, greift jetzt auch noch mit ein ins Geschehen. Ziehen wir mal alle hier runter. So, der kann jetzt die Fabrik einnehmen. Ja, also definitiv, der Gegner ist jetzt so gut wie geschlagen. Das ist jetzt nur noch eine Sache von wenigen Runden, um ihn hier grundsätzlich und endgültig abzufrühstücken. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. So. Okay. Ja, easy mission war das. So. Oder man kriegt natürlich mit der Zeit ein bisschen Übung und die Missionen erscheinen einem immer etwas leichter. Ne? Kann auch sein. Will ich jetzt auch nicht verneinen. Könnte sein. Ne? So. Okay. Ja, ist nicht mehr viel zu machen. Das Einzige, was uns jetzt noch passieren kann, also nochmal, dass sie nochmal ihre blöde Spezialgabe hier Häuserkampf einsetzt. Das ist die einzige Gefahr, die uns noch droht. Oh, da hat er jetzt hat alle Fonds zusammengezogen und am Ende doch noch einen Titanenpanzer gebaut. Ne? So, wie sieht's hier aus? Die müssen mal repariert werden. Ab durch den Wald. Der schwere Kampfpanzer, ganz klar, nimmt ihn hier unter Beschuss. Das schafft er auch. Ja, also, was soll man sagen? Das sieht gut aus. Mit den schweren Titanpanzern blockieren wir weiter den Abschuss einer Rakete. Obwohl, komm, was soll das? Wisst ihr was? Wir gehen in die Offensive. Darf nur nicht vergessen, aber draufzustellen gleich. Boah. Ja, die knallen ganz gut rein, die Jungs, ne? Und hier auch, komm, zack, Feuer freigegeben. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Ah, das ging nicht gut. Da war jetzt nicht so schön. Hier greifen wir den mit an. So. Und wie sieht das aus? Der kann auch schon mit rankommen, was soll das? Ah, das ist jetzt hier der letzte Push wird das hier, Freunde. Ne? Ihr wisst Bescheid. Einnehmen, nicht vergessen. Diese Stadt gehört uns. Wir haben jetzt auch mittlerweile schon 3 Sendetürme eingenommen. Das bedeutet, wir haben unsere Einheiten haben natürlich schon einen ganz schönen harten Boost mittlerweile. Kann man nicht anders sagen. Klack, ausgeladen. Gut, und dann machen wir mal Wechsel, lassen wir mal Maverick mal ran. Boah, jetzt müssen wir nur drauf denken, guck mal, die Spezialgabe wieder klauen, ne? Das ist jetzt das Wichtigste, was wir machen müssen. Oh wei. Ja, direkt die Gabe. Das ist jetzt... Das ist wichtig, sonst haben wir nämlich ein Problem. Hier, 52.000, da dürfte nichts überbleiben. Alles weg. Gut. Helikopter fliegt mit. Oh wei, ich habe vergessen, einen auf die... auf das Feld zu stellen mit der Rakete. Jetzt würde er also tatsächlich doch noch mit der Rakete nach uns schießen. Ja, das ist natürlich jetzt
Very unfortunate für uns, muss man sagen. Aber okay. Ja, ja. Machen drei Infanteristen. Drei halb kaputte Infanteristen hat er und ich kann gar nicht sagen, war da. Nee, das ist jetzt vorbei. Da unten schießt uns ein Titanpanzer raus und schießt noch einmal die Rakete ab. Dann war es das. Ja, er schießt tatsächlich. Ja, von mir aus ist mir egal. Ja. Okay, das war natürlich unschön. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Boah, wir haben natürlich auch total überlegene Finanzmittel zur Verfügung stehen, ne? Gar kein Problem. Boah. Ja, Maverick auch ziemlich hart. So. Mit dem schießen wir hier die Infanterie raus. Ja. Löppt, ne? Den nehmen wir auch mit runter hier. Da können wir vielleicht gleich noch was mit anfangen. Da bauen wir hier nochmal ein TTP. Und hier nochmal ein Titanpanzer, just for the kicks. Zack, Fracht. Ah, der steht im Weg. Ah, okay. Dann einmal auffüllen bitte und dann beim nächsten Mal. Gucken wir mal, dass wir dann dran vorbeikommen. Wir müssen ja dann nur noch zu dem einen Sendeturm. So, hier blockieren wir die letzte Fabrik von ihm. Er kann jetzt tatsächlich gar nichts mehr bauen. Da ist nichts mehr zu holen für ihn. Und los geht's. Ja. Hier beginnen wir auch mit der Einnahme. Drei Runden noch, dann ist es gelaufen. Oh, er schafft es auch endlich mal, diese Fabrik einzunehmen. So, ja. Schwupps, der wird nochmal aufgetankt. Und hier, tja, Pech gehabt. Du hast dich in die Reichweite unserer Ari bewegt. Bums, bums. Und nochmal drauf. Wir sind zwar auch etwas angeschlagen, aber den einen oder anderen werden wir ihm dann noch abzwacken. So. Heli? Ja, Heli. Heli schafft das. Ja, auf jeden Fall. So. Also, er hat jetzt auch keine Einheiten mehr. Er kann keine produzieren. Wir müssen jetzt tatsächlich nur noch es schaffen, die Sendetürme einzunehmen. Ne? Ja. Andy bleibt nichts weiter zu sagen. Er schweigt. So. Gut, Runde 12. Wir haben also noch 12 Runden Zeit. Können wir also ganz... Ach Mist, ich habe vergessen, den wegzufahren. Ah, wie ätzend. Okay, fahren wir mal etwas näher ran. Na, und wacht. Gut. Er geht runter zur Einnahme vielleicht, eventuell. Keine Ahnung. Also ich schätze mal, Runde 16 wird es vorbei sein. Jetzt fahren wir den mal weg, damit der mal Platz macht. Hier können wir weiter einnehmen. Ja, zumindest Runde 15 wird es, glaube ich, ne? Oder 14. Keine Ahnung. Okay. Wir brauchen jetzt nur noch zu wechseln. Die Züge von Black Hole sind erfrischend schnell zu Ende. Kann keiner was machen. Und hier Rambazamba ran damit. Zack, der letzte Turm wird in Angriff genommen. Dürfte kein Problem sein. Der hier ist schon bereits eingenommen. Ja. Und Ende. So, das geht wieder schnell. Ihr wisst Bescheid. Zack, zack. Und los. So, nächste Runde ist vorbei. Ja, Mission, ja, Tag 15, ne? Ja, jetzt. Jetzt haben wir die Mission geschafft. Also die Mission wirklich eine der einfacheren. So. Der nichtsnutzige Klon. Ja, er hat wohl verloren. Ein Klon, der reden kann. Candy ist bereits getürmt. Und für ihn macht es keinen Sinn zu fliehen. Sein Leben ist sowieso beendet. Alle Klone verschwinden in Kürze.
Das gibt's doch nicht. Aha, jetzt haben, wird noch etwas Mitleid mit dem armen Klon, der hat sein Leben verwirkt. So, er will noch eine letzte Frage stellen. Oh Gott, ist das theatralisch. Ist er beliebt und habt ihr mich gerne? Nein, haben wir nicht. Jetzt hör auf zu schwafeln und verschwinde endlich. Ja, ja, vielen Dank. Macht es gut, bis bald. Aber er fühlt sich gut, ne? Hat sein Leben gelebt und fühlt sich gut. Das ist schrecklich. Das wird, Jake wird das Black Hole niemals verzeihen. So. Gut, also, das war jetzt hier auch wieder eine erfolgreiche Mission. Ja, wir sind noch nicht so lange dran. Wir machen einfach noch eine. Machen wir mal einen kurzen Break. Ich gehe mir mal einen Fencheltee holen für meinen Hals und dann gucken wir mal, dass wir gleich wieder einsteigen. Dann machen wir noch die vorletzte Mission. Die ist auch schnell mit einem kleinen Trick schnell geschafft. Werdet ihr sehen. Und ja, so ist das. So, ja, nochmal speichern, ganz klar, die Daten, Speicherplatz, machen wir mal, schwuppsdi, und bis gleich. Da bin ich wieder, jetzt kann es weitergehen. Es gibt Neuigkeiten, gibt es Neuigkeiten vom Spätdruck? Nein, noch nicht, okay. Sie durchkämmen ganz Omega-Land, auf dem Monolithen keine Spur. Naja, wobei, immer mehr zur Wüste. Was können wir dagegen tun? Es muss doch einen Weg geben. Aha. Ein kurzer Blick auf die Landkarte verrät uns. Es ist ganz klar, dass sich die Wüste rundherum ausbreitet. Und man muss einfach nur den Mittelpunkt der Ausbreitungen suchen. Ja. Einfach einen großen Kreis um den Monolithen herum. Ja, sie versteht. Darauf will sie hinaus. Genau. Der Monolith befindet sich genau in der Mitte der künstlichen Wüste. Ja, hier, hier und hier. Hier, hier. Nicht wahr? Ja, ja. Ganz klar. Wir müssen da einen Kreis drum ziehen. Die Mitte ist genau hier. Mitten im tiefroten Meer. Also quasi jetzt vielleicht sogar auf einer künstlichen Insel. Ne? Da schlummern viele Ressourcen. So, da ist jetzt also auch die Festung zu finden und der zweite Monolith. Ja, ist doch ganz klar, Leute, ne? Das ist ja furchtbar. Jo, der Monolith in der Rotfelswüste könnte sogar nur ein Lockvogel gewesen sein, um uns abzulenken und Zeit zu gewinnen. Oh nein, konnte ich so dumm sein? Da hätte ich früher drauf kommen müssen. Okay, aber ihr wisst Bescheid. Ne? Alles klar, jetzt komm hier. Boah, es ist wieder... Das ist so ein Ding, hör mal. Ich meine, so ein, zwei Dialoge sind ja in Ordnung, aber das Ganze hier... Hier Trullala da ist, ne? Und hier, die alliierten Nationen rücken an. Oh nein, hahaha. Ja, die sind alle so ein bisschen überzeichnet, die Charaktere, ne? Ist halt der Style. Ne? Störenfriede. Oh Gott, jetzt hier der Fiesling ist auch dabei. Der übernimmt jetzt nämlich das Kommando. Sind auf dem Weg hierher. Ja, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich werde dieses Ungeziefer vor dem Monolithen den Garaus machen. Nee, nee, das macht der Chef persönlich. Okay. Der mag nämlich keine Schlachten, weil sie so anstrengend sind. Kann ich verstehen. Der alte Mann bleibt lieber im Stuhl sitzen. So. Das ist sie, die Zentrale im Meer. Oh Gott, was für eine riesige Armee uns hier erwartet. Der Monolith, wir greifen an. Ja, ganz klar. Ihr habt keine Chance. Gut. Ich bin von Bolt, der ewige Herrscher von Black Hole. Und fiesester aller Fiesen. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich habe bereits die Hälfte der Energie von Omega-Land gestohlen. Die Hälfte hole ich mir, bis alles Wüste ist. Ja, er braucht die Energie, um ewig zu leben. Also die Geschichte ist bekannt. Er ist sich natürlich selbst der Nächste. Das ist relativ egoistisch. Und ihm ist es nur wichtig zu überleben.
Ja. Ich werde euch besiegen. Angriff. Puh. Ja. Die Geschichte wirkt ziemlich konstruiert, aber okay. So, wie ist das Titel? Ja, man muss nämlich nur den Monolithen zerstören. Und die anderen Einheiten kann man außer Acht lassen. Das ist gut. Dann suchen wir uns jetzt mal ein paar Kommandanten aus. Das ist ganz klar. Und das ist, die lassen wir auch. Und hier kommt jetzt, passt mal auf, jetzt kommt die Il und Tami. Genau, die haben nämlich Synergien miteinander, glaube ich. Zumindestens. So, und jetzt geht's los. Wir brauchen nämlich den Igel, weil das ist nämlich der lufterfahrene Luftkommandant ist das. Und der hat nämlich eine super Spezialfähigkeit. Werdet ihr gleich sehen. Die haut dann den Monolithen aus den Socken. So. Ja, lass sehen. So. Also hier an den beiden anderen Fronten ist das im Prinzip total egal, was die jetzt da veranstalten. Die könnten auch von mir aus mit Black Hole zusammen Würstchen braten. Das ist komplett egal, denn es gibt eigentlich nur eine entscheidende Front und das ist die grüne mit Kommandant Igel, der jetzt gleich einen Sneaky Move abziehen muss. Einen Trick, um... So, bauen wir nochmal zwei Infanteristen. Um gleich den Monolithen, ja, relativ schnell zu zerstören. Und zwar problemlos, ihr werdet das sehen. So. So, was haben die geschwafelt? Hab ich jetzt ja nicht hingeguckt, ne? Ja, oh weh, die Familie kann stolz auf dich sein. Ja, der kleine Mann ist... hat eine Entwicklung durchgemacht. Er ist vermeintlich zum Superkommandanten herangewachsen. Ne, keine Ahnung, ist auch ja. Da ist halt. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel ist so schön und bunt und knetschig, ne? Aber dieses Blibla-Blub, das kann einem irgendwie. Das ist schon ein bisschen auf den Keks gehen, ne? Nicht schlimm. So, okay. Wie du meinst, los geht's. So, hier können wir jetzt auch nochmal ein TTP bauen. Das ist im Prinzip deckungsgleich das Vorgehensweise, die Vorgehensweise mit Blue Moon. Ne? Hier können wir noch nichts bauen. So, hier ist ein Bomber, der fliegt vor. Das wird unser Lockvogel werden. Den werden wir opfern. Den Heli nehmen wir auch mit. Das ist, der wird dann, die beiden werden nur Kanonenfutter sein. Und hinterher kommen hier der Tarnkappenbomber und unser normaler Jäger. Noch nicht tarnen, der muss noch ein bisschen Sprit sparen. Ihr wisst ja, wenn die getarnt sind, brauchen die mehr Sprit. Ja, und jetzt hat das längste, das langwierigste an dieser Karte ist jetzt einfach immer abzuwarten, bis der von Bolt seine Einheiten gezogen hat. So. Also ich meine, vom Level-Design haben sie es. Seht ihr, da ist jetzt unser Lockvogel, der wird jetzt abgeschossen. Okay, also wie gesagt, ich meine, die Level-Designer haben sich schon was, ein bisschen was ein, wollten sich ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht haben sie es nicht gemerkt, obwohl ich denke schon, dass sie gemerkt haben, dass sie hier in der Karte so einen Shortcut gelassen haben, um sie zu beschleunigen. Ne? So, okay. Weil, ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Ich sag mal, was ich vorhabe. Wir werden mit dem Tarnkappenjäger auf direktem Wege zum Monolithen fliegen. Und dann dürfte die Karte in 4 Zügen erledigt sein. So, hier bauen wir nochmal einen dicken Brummer. Nur noch ein bisschen zum Blocken gleich. So, okay. Hier bauen wir ein S-Boot. Ne, brauchen wir nicht. Moment. Erstmal den hier mitgenommen. Gut. So, zack, Fracht und ab dafür. Und hier nehmen wir die Stadt ein. Alles klar. Unsere Schiffe fahren wir mal in die Klippen. Sind die da versteckt? Aber hier kann man ja sowieso alles sehen. Gibt ja keinen Fog of War bei der Karte, ne? So, okay. Dann wechseln wir mal. Das geht. So, okay. Ja. Dann geht's jetzt weiter mit Igel und Tami. Na, ganz klar.
So, okay, jetzt passt mal auf. Den hier schießen wir auf jeden Fall ab. Damit der uns nicht mehr gefährlich wird, aber das klappt nicht. Nee, nicht ganz. Die Eagles Lufteinheiten sind zwar stärker, aber ist egal. So, dann muss der noch mit ran. Eine Runde. Obwohl, ich hätte ihn jetzt auch weiterfliegen können und tarnen können. Das wäre auch gegangen wahrscheinlich, aber wir machen es so. Vorsichtshalber schießt man komplett ab. Da oben kommt noch ein Helikopter. Das soll uns aber egal sein. Wir machen jetzt nochmal hier den Blitzangriff. Dann kriegen wir doch zwei Züge raus, ne? Blitzlicht. Wir wollen ja nicht angreifen, wir wollen ja nur weiterkommen. So, zack. Und jetzt wird getarnt. So, das ist gut. Und den hier ziehen wir mal hier hin. Mal gucken, ob er mit dem Heli dann runterkommt. Obwohl, wir können den Heli auch direkt angreifen. Helikopter können gegen Jagdflugzeuge nichts ausrichten. Die können nicht sich zur Wehr setzen. Ja, das war hervorragend. So. Ja, ich würde behaupten, ohne groß zu unken zu wollen, die Karte ist auf jeden Fall noch einfacher als die Karte davor. Wenn es klappt, aber warum soll es nicht klappen? So, okay. Dann wechseln wir nochmal. So. Tag 2. Tag 4 sind wir schon oben am Monolithen dran. Tag 5 ist die Karte erledigt. Es gibt dann zwar ein beschissenes Ranking, aber ich weiß sowieso nicht, wonach sich das Ranking hier richtet. Irgendwie, das wird so ganz komisch berechnet. Muss man irgendwie Kraft, da muss man und Stärke und was weiß ich was alles. Geschwindigkeit werden wir auf jeden Fall 100% kriegen, gehe ich mal von aus. Aber ich glaube, man muss auch eine gewisse Anzahl an Einheiten vernichtet haben, um da ein gutes Ranking rauszubekommen. Naja, wir werden mal gucken, wie das... Zack. Und hier nehmen wir auch einen... Erstmal hier die Türme einnehmen. Das schwächt seine Angriffskräfte. Der schwere Kampfpanzer kommt mit nach vorne. Ich meine, man kann die Karte hier auf die traditionelle Weise spielen und den Gegner komplett niederkämpfen, sozusagen. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ist natürlich ganz klar... Wenn man den jetzt hier fertig machen will, muss man erstmal seine schweren Einheiten rausnehmen. Dann die entsprechenden Geschütztürme und Kristalle zerstören und dann zum Monolithen vordringen. Könnten wir auch machen, aber wir machen heute den... Wir tricksen heute ein bisschen. Heute wird der kurze Weg genommen. So, schwupps. Hier kommt die Infanterie ran. Er geht weiter zur... Stadt, ganz klar. Und hier können wir mit dem S-Boot ranfahren und reparieren. So. Gut. Dann geht's weiter. Jupp. Haben wir schon was in Reichweite? Wir könnten eigentlich mal schießen, ne? Aber ja. Nicht, dass uns das irgendwas bringen würde. So. Ich meine. Ja, hier oben. Ja, sicher. Wir brauchen noch zwei. Einen Zug brauchen wir noch. Oh, jetzt wird der Sprit langsam knapp, aber das ist nicht schlimm. Das kommt genau aus. Keine Sorge. Keine Angst, das kommt genau aus. Der stürzt nicht ab. Und wenn er abgeschossen wird durch irgendeinen Zufall, dann bauen wir halt noch einen Tarnkappenbomber und fliegen mit dem nochmal hoch. So, der Heli, der kann hier mal den Kristall angreifen. Das ist auch gut. Gut gemacht. So. Ja, also diese Taktik hier, die ist mir, seinerzeit weiß ich noch, ist sie uns oder mir damals, als ich das Spiel spielte, ja, das Spiel uns kann ich nicht sagen, ich habe das Spiel hier eigentlich immer nur alleine gespielt, seinerzeit auf dem Nintendo DS, ne, immer wenn ich irgendwo im Wartezimmer saß oder irgendwo, und ich habe es mit in Urlaub genommen einmal, das weiß ich, da habe ich wirklich 14 Tage nur Advanced Wars gespielt im Urlaub. Habe immer draußen gesessen, irgendwo auf der Terrasse, Instant-Kaffee geschlürft und habe Nintendo DS gespielt. Das war ein schöner Urlaub, war das, muss ich sagen. So, aber ja, er greift hier an. Da habe ich es auch dann tatsächlich mal in der schweren Fassung durchgespielt. Aber ihr wisst ja, ne, die schwere Fassung habe ich tatsächlich nur mit Komplettanleitung aus dem Internet geschafft. Die habe ich mir nämlich damals mal ausgedruckt und mit in Urlaub genommen. Da war mein Urlaub, das Ziel meines Urlaubs war es, ne?
Oh wei, jetzt greift der Herr das Areal. Macht das U-Boot von mir aus kaputt. Ziel des Urlaubs war es seinerzeit, Advanced Wars Dual Strike durchzuspielen. Und zwar auf der harten Kampagne. Dann hat man am Ende sogar den Generalkommandanten von Bolt gehabt. So, die Flaks hier, oh wei. Die kriegen auch einen drauf. Total unwichtig. Interessiert uns alles überhaupt gar nicht mehr. Aber dann war ich so stolz, von Bolt zu haben und dann irgendwie... Ja. Also so toll war der dann als Kommandant auch nicht mehr. So, wir könnten hier noch was machen. Ein bisschen mit den Aris feuern. Der Rest bleibt einfach alles so stehen, wie es ist. Da werde ich jetzt keine großen taktischen Finessen mehr anwenden hier oben. Ja, der kriegt auch nochmal. Und ja gut, komm, den Bomber schießen wir ab. Nicht, dass der jetzt uns hier noch gleich den Tank zerballert. Wenn sich so nah ranwagt, der kriegt auch eine Rakete über ihr Braten. Ach Mist. Eigentlich hätte ich das besser nicht gemacht. Jetzt hat der Doofe von Bolt hat jetzt seine Spezialfähigkeit fertig. Aber ist egal, der heizt seine Spezialfähigkeit immer da rein, wo er am meisten Truppen stehen. Und dann ist das auch nicht schlimm. So. Hätte ich es besser ja nicht angegriffen. Das Doofe ist, Sascha hat nämlich ihre Spezialfähigkeit auch noch nicht fertig. Also können wir da jetzt nicht. Ja, wie soll ich sagen, den Gabenraub vollziehen. Ne? Schade eigentlich. Aber okay. So. Gut. Zack. Zack. Ja, und Ende. Gut, okay. Das vielleicht haben wir Glück und kriegen den Gabenraub noch zusammen. Wer weiß es? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte es. Oh, da ist ein U-Boot. Ja, das ist ja toll. Komm, da kriegt das mal einen drauf. Vielleicht kriegen wir den Gabenraub doch noch zusammen. Wartet mal ab. Ja. Tada! Gabenraub. Haha, wir haben es doch noch geschafft. Okay. So, den Kreuzer schalten wir auch aus. Fast. So ziemlich beinahe. Halbwegs. So. Okay. Schwupps. Und dann, ganz klar, ne? Ja, hat doch geklappt. Nicht, dass er da oben, aber da so viel taktisches Verständnis hat der Computer, die KI hier, nicht, dass er da oben unseren einzelnen Abfangjäger als, unseren einzelnen Tarnkappenbomber als Gefahr auffassen würde. Ich glaube, er kann ihn sowieso auch nicht sehen, ne? So. So, wie gesagt, Level 4 sind wir am Monolithen und schießen das erste Mal drauf. Nächste Runde. Wir haben noch 19 Spriteinheiten. Der Pilot muss dann eben gleich mit dem Fallschirm abspringen, wenn die Mission erledigt ist. So, hier können wir nochmal drauf trommeln, das ist egal. Zack und besetzen. Ja, schade, wenn wir jetzt in dieser Runde doch nicht mehr die Spezialfähigkeit vom Kommandanten, Generalkommandanten von Bolt, die Schockwelle, der hat auch nur eine, der hat nur die Schockwelle, hat der, die braucht aber sehr lange, bis sie sich aufgeladen hat. So, dann lass kommen, Junge. Lass kommen, alter Mann. Generalkommandant, das war jetzt nicht gut. Du könntest schon. Ja, fast. Mist. So, jetzt sehen wir hier noch ein paar mehr Seeschlachten, ne? Das schwere Schlachtschiff zerstört unseren Kreuzer. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur noch diese Runde überstehen. In der nächsten Runde ist die Sache erledigt. Boah, da opfert er tatsächlich nochmal einen Tank von sich. Ja, okay, unsere Truppen hier unten, die werden ganz schön dezimiert. Ja, theoretisch hätten wir es hier unten auch geschafft. Guck mal, er hat ja die schweren Einheiten, hat er keine mehr. Im Prinzip muss man hier sich auf die schweren Einheiten konzentrieren, danach die Artillerien rausnehmen, dann kann man auch über die Mitte vorrücken. Das geht schon. Ich glaube, das ist normalerweise auch so geplant, dass die Level so gespielt werden soll, dass die beiden äußeren Parteien eben die Schütztürme und die Kristalle, die außerhalb der Pipeline liegen, ausschalten, damit dann der Weg für Maverick und Jake über die Mitte frei wäre. Ne? So ist das, glaube ich, auch... So sollte man das Spiel eigentlich auch spielen, glaube ich. Oder so sollte die Karte auch gespielt werden. Ne?
vielleicht haben sie es nicht gesehen, dass man hier einfach mit dem Tarnkappenbomber da einfach reinfliegen kann. Okay. Ja. Oder sie haben es bewusst gemacht, dann hätten sie eigentlich da unten einfach auch einen Hafen hinmachen müssen und keine Flugeinheiten geben dürfen. So, hier machen wir auch direkt Ende. Die können nichts mehr ziehen. Und jetzt ist... Ja, komm, wir nehmen nochmal ein. Dann ist ja ja kein Problem. Hier, zack, zack. Und von mir aus schießen wir da oben den Heli auch noch ab. Den Transporthelikopter gibt es auch nochmal ein paar Punkte. Vielleicht kriegen wir ja doch noch einen B-Rang oder einen C-Rang hin. Ich weiß gar nicht, was der schlechteste C-Rang ist, der schlechteste, ne? Okay, aber jetzt... Patsch! Tja. Oh nein! Der arme alte Mann. Generalkommandant von Bolt, der Monolith wurde zerstört. Jetzt ist es vorbei mit meiner ewigen Schönheit. Wir ziehen uns zurück. Die rennen schon wieder davon. Diesmal kommen sie nicht. Das Ganze bringen wir hier zu Ende. Ja, okay, los geht's. Seid ihr alle bereit fürs letzte Gefecht? Das letzte Gefecht machen wir natürlich nächste Woche. Das letzte Gefecht wird nächste Woche ausgetragen. Heute sind wir schon wieder eine Stunde dran. Ich habe zwar zwischendrin mal einen Break gemacht, aber ich merke so langsam wieder ein bisschen... kratzi, kratzi. Irgendwie bin ich... Ja, immer noch ein bisschen angeschlagen. Okay. Dann... Ja, haben wir heute zwei Missionen gut durchgezogen. Das war doch ein erfolgreicher Tag, würde ich behaupten. So, Mission erfüllt. Dann lasst uns noch abspeichern. So, Daten speichern, Speicherplatz auswählen. Gut, dann nehmen wir den zweiten nochmal. Und dann haben wir heute doch... Ja, hier. Mittel zum Zweck. Das ist die letzte Mission. Das wird spannend. Gut, das hat heute gut funktioniert, ne? Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugesehen habt, liebe Retro-Freunde. Hoffe, es hat euch gefallen, ne? Wir haben die beiden vorletzten Missionen geschafft und beim nächsten Mal steht uns das große Finale ins Haus. Das wird ein Feuerwerk werden. Ja, Freunde. Ich sage, wie immer... Ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.